Servus, meine Freunde der Nacht. Hier ist wieder eure Erika Berger. Diesmal nicht auf dem Sofa, sondern auf dem gelben Stuhl. Ja, und heute geht es ums Thema Altersunterschied. Wenn alte Frauen mit jungen Frauen zusammen sind oder wenn junge Frauen mit alten Frauen zusammen sind. So, ne? Und naja, ich finde, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich meine, Liebe ist Liebe, da spielt das Alter keine Rolle. Ich meine, ich bin selber auch mit einem 17-jährigen Knaben zusammen und du, da läuft super. Nein, Scherz beiseite. Ich finde, dass Liebe ist Liebe, genau wie die Erika. Ja, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Und wenn sich halt Jüngere und Ältere lieben, wer hat was dagegen? Solange es nicht strafbar in den strafbaren Bereich geht von der Altersgrenze. Jetzt kommt die Erika wieder raus, Entschuldigung. Ja, und lassen Sie uns mal überlegen, oder ihr, das ist ja hier eher ein jugendlicher Center, glaube ich, denke ich mal, oder für Junggebliebene natürlich, jetzt versagt mir meine Stimme. So, bin wieder da. Lasst mich mal überlegen, da fällt mir jetzt gar niemand ein im Moment, blöd. Aber natürlich fallen mir andere Paare ein, die jetzt nicht homo, sondern heterosexuell sind. Das ist zum Beispiel, der Ashton Kutcher und seine Frau, die Demi Moore. Also ein ganz sympathisches Pärchen. Mir ist die Demi zwar nicht so sympathisch, aber ist dafür der Ashton. Drum, ich weiß nicht, was der Ashton jetzt richtig an der, wie heißt's, dämliche Demi, findet, aber du, jedem das Seine, oder? Ja, dann jetzt mal umgekehrt, das haben wir ja erst gerade. Das ist ja mal ein Fall, der jetzt nicht, der früher zumindest nicht so gewöhnlich war. Ich meine, wenn ein alter Mann eine junge Frau hat, das hat man ja immer akzeptiert, gell? Du, da werden bei mir die feministischen, Emotionen wach. Das kannst du ja nicht so machen, also, naja, gut. Ich meine, wer hat was davon? Diese Flittchen, die mit den alten Männern zusammengehen, gut, die zocken am Ende eventuell das Geld ab, wenn sie nicht selber durch einen Drogentod davor sterben. Wie zum Beispiel die Anna Nicole Smith. Obwohl, nein, die hat ja ihren Mann überlebt gehabt, nur leider hat er irgendwie nicht alles an sie vererbt oder so. Ich weiß es nicht, bin da nicht mehr so ganz präsent im High Society Geschehen. Lass mich mal überlegen, was noch. Zum Beispiel finde ich es immer herrlich bei Politikern, zum Beispiel ist es der Helmut Kohl. Ich hoffe, dass das auch dem jungen Publikum noch etwas sagt. Ihr seht, das ist alles Machtpositionen, die die Männer eingenommen haben und wo sich Frauen entweder blenden lassen oder wo sie denken, aha, da ist Prestige zu holen. So ist es. Ja, das wäre es eigentlich mal von dem Thema alt und jung. Merkt euch eins, so wie ich mir das auch gemerkt habe, Alter schützt nicht vor Dummheit. Nein, das ist der falsche Spruch. Alter, das Alter ist nur eine Zahl und nicht eine Tatsache. Nein, das geht auch nicht. Scheiße, jetzt habe ich voll den Text. Scheiße. Alter
Ah genau, Respekt vor dem Alter. Das war jetzt auch nicht der Satz, den ich gesucht habe, sondern ich wollte eigentlich sagen, egal wie alt, dass ihr seid, macht euch nichts aus eurem Alter, sondern lebt so, wie ihr euch fühlt. Gell? Weil das ist wichtig. Ja, egal ob ihr jetzt an dem Bildschirm 14 oder sogar vielleicht nur 12 seid oder dann wieder um die Mitte oder vielleicht sogar 82, das spielt keine Rolle. Wenn sich eine 80-Jährige wie 18 fühlt, dann bitte, das war's. Tschüssi, Baba, bis dann. Das war eure Erika.